Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und gestern haben wir ja so ein bisschen über die ganze Sache geredet bezüglich dieser neuen Option, die ihr beim Star Stable Launcher eingeben musstet. Dafür habe ich euch hier mal meinen Launcher da, denn ich hatte immer wieder diese Frage bekommen. Ich habe jetzt Ja geklickt, ich wusste das Ganze nicht. Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Gestern war die Info von mir noch, ja, es geht nicht, weil wir hatten es immer wieder neu installiert und getestet, aber die ganze Zeit war diese Option immer noch nicht wieder erneut da. Jetzt habe ich aber gestern auch im Stream von einigen von euch erstmal dafür vielen lieben Dank und du bekommst keine Kekse, die Info bekommen, dass das auf einer Weise aber trotzdem noch möglich ist. Also erstmal, ihr habt hier den Launcher und dann habt ihr hier unten diese ganz kleinen Punkte. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr Einstellungen zurücksetzen machen. Und dann müssten bei euch eigentlich nochmal diese Frage kommen. Ich habe aber auch schon bei Leuten gehört, dass sie diese Frage danach nicht nochmal bekommen haben. Ihr könntet es probieren, dass ihr das ganze Spiel nochmal runterhaut und nochmal neu installiert. Dann könnte es sein, dass es dann dadurch wieder geht. Aber im Normalfall müsste es eigentlich dadurch kommen, bei den Einstellungen zurücksetzen. Dadurch verschwindet hier nur eure E-Mail raus, aber die könnt ihr ja einfach wieder erneut ganz normal eingeben. So, und für alle, die das Video gestern nicht geschaut haben oder die sich generell noch so ein bisschen fragen, was damit jetzt eigentlich alles so Sache ist, gehe ich mal noch so auf so ein paar Fragen und so weiter ein, die dann im Laufe des gestrigen Tages so nach dem Video eigentlich alles so gekommen sind. Generell so, ist das jetzt ein Problem? Ich habe Ja geklickt und was ist nun eigentlich los? Naja, erstens ist es so, Star Stables Antwort, besser gesagt Star Stables Aussage, was sie jetzt wie tracken und alles, ist sehr, sehr schwammig. Man weiß es nicht genau. Im Endeffekt können das ziemlich viel sein, es kann aber auch sehr, sehr wenig sein. Gerade durch diese schwammige Aussage lässt sich Star Stable natürlich sehr, sehr viel offen. Was ist eigentlich tracken? Naja, Star Stable ist dadurch durch eure Zustimmung in der Lage, Daten von eurem PC generell zu analysieren, zu sammeln und wie auch immer damit umzugehen. Im Endeffekt können sie halt komplett euer Verhalten auf eurem Rechner damit so ein bisschen analysieren. Was sie damit machen? Keine Ahnung. Und das ist genau das Ding, warum ich da eben erstmal nicht zustimmen würde. Weil eben im Endeffekt, man weiß es eben nicht. Und genau dieses Unwissen sollte meistens dazu führen, dass man erstmal lieber sagt, nee, Hände weg. Gerade Star Stable sagt ja selber auch, dass ihr euren Account nicht mit anderen Leuten teilen sollt. Also das habe ich im Stream gestern auch nochmal so erwähnt. Also warum dann euren PC mit Star Stable teilen, sozusagen. Ihr teilt ihn dann nicht direkt, aber einen Großteil eben der Daten, die da rum eben ein bisschen rumschwirren. Das heißt, daher empfehle ich euch, wenn ihr das Ganze auch als Frage bekommt, klickt lieber erstmal Nein, bis man da genauere Informationen hat. Dadurch dürftet ihr weder langsamere Downloads haben, noch irgendetwas anderes haben, sondern einfach nur euch rechtlich da ein bisschen absichern, dass Star Stable einfach nicht auf euren Rechner einfach so zugreifen darf. Generell können wir noch so ein bisschen auf die anderen Sachen eingehen, dass man da ganz klar sagen kann, also wenn ihr das auf mehreren Rechnern natürlich, wenn ihr mehrere Accounts habt und auf einem Account habt ihr Ja geklickt, auf dem anderen Nein, dann gilt natürlich dort das Ja, denn ihr habt ja einmal auf dem Rechner zugestimmt, das heißt, es werden dann im Normalfall natürlich auch von beiden Sachen die Sachen getrackt werden. Natürlich dann nur, während der eine Account da ist, aber natürlich ist auf dem Rechner die Daten von allen Sachen dann. Also wenn ihr einmal zustimmt auf zwei Accounts, dann können natürlich generell euer Rechner Sachen durchleuchtet werden. Wie gesagt nochmal, also man weiß nicht genau, was da getrackt wird, kann ich aber euch generell nur empfehlen, gerade eben in der Hinsicht lieber erstmal Nein zu klicken. Ansonsten kann ich nur ganz klar sagen, geht das Ganze ruhig an, also jetzt dann nicht direkt irgendwie panikmäßig schieben, Angst bekommen, das sollte man immer vermeiden, gerade bei sowas. Und das, was ich eben nochmal so zusammenfassend nicht so gut finde an der Sache ist, Star Stable ist eben ein Spiel, was sich an Jüngere richtet und was eben gerade sehr, sehr hoch sich selber die Sicherheitsflagge hält. Und gerade da sollte man eben das Ganze deutlich genauer und für sicherer Sachen erklären. Gerade Star Stable hat sogar bei der Geisterbahn damals gesagt, ey, holt euch einen Erwachsenen dazu, wenn ihr Angst habt, weil ist besser so.
Und warum sagen sie es hier in der Hinsicht nicht? Hier, wo es wirklich um was geht, wo es teilweise auch um die Rechner der Eltern geht, da sagen sie dann nicht, dass ihr euch vielleicht absichern solltet. Und ich finde, das haben sie da ganz klar versäumt und sollten da wirklich darauf hinweisen, hallo, hier geht es um wichtige Daten auch teilweise. Also holt euch da lieber die Erlaubnis der Eltern, dass ihr auch bei der ganzen Sache hier auf der sicheren Seite seid. Das hätte ich mir in der Hinsicht gewünscht. Und das ist dann auch so mein Fazit zu dem Ganzen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, sodass ihr jetzt dann in der Lage seid, euch so zu entscheiden, wie ihr das auch nach allem besten Wissen und Gewissen euch entscheiden wollt und nicht wie ihr jetzt so im beiläufigen Nebenbei einfach aus Versehen auf Ja geklickt habt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ich dafür auch noch so ein bisschen so die Angst nehmen konnte und euch dabei helfen konnte, euch so zu entscheiden, wie es für euch das Beste ist. Danke fürs Zuschauen und euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. To do the best of what we find. If we could see